Und ja, uns ist dieses Thema wirklich ein großes Anliegen, Mädchen und Kind, Mädchen für Informatik, für Technik, für Naturwissenschaften zu begeistern. Wie ist es zu dem Thema gekommen? Das war durch die Kooperation mit der TU Wien, vor allem eben mit Michaela Rossmann. Wir haben an einigen Projekten gearbeitet und dann durch dieses Tagebuch der Informatikerin, das ist ein Teil des Projekts ADA, Algorithmen denken anders, sind wir dazu gekommen, eben diese Veranstaltung heute zu planen. Und ja, wir freuen uns wirklich sehr und ich möchte alle Referentinnen sehr willkommen heißen, dass es uns gelungen ist, sehr viele Organisationen, sehr viele Personen hier an einen Tisch zu holen, die schon jahrelang in ganz Österreich an dem Thema Mädchen und MINT arbeiten. Also vielen, vielen Dank fürs Kommen. Es sind jetzt hier lauter Frauen am Tisch. Es waren ursprünglich auch zwei Männer dabei und einer davon, der Florian Ungerböck von der TU Graz, ist auch live hier zugeschaltet. Daher bitte nicht wundern, auch diese Kamera. Also wir haben einen Livestream also in die Welt hinaus, aber vor allem nach Graz zum Florian Ungerböck. Also willkommen von Wien. Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen von FLL, von dieser Veranstaltungsreihe Hexagonal diskutiert. Und zwar dieses Hexagon, Sie sehen das hier, das ist eine Reihe, wo es uns darum geht zu diskutieren mit Ecken und Kanten, also nicht nur Hochglanzprojekte zu präsentieren, sondern auch Hindernisse, Stolpersteine, Herausforderungen zu thematisieren und dann gemeinsam zu diskutieren und zu reflektieren. Also das ist hexagonal, wir versuchen immer aktuelle Themen anzusprechen. Und ganz wichtig ist uns eben auch das Knüpfen von den Netzwerkknoten, ja, also das Netzwerk und das Neuknüpfen oder Pflegen von Netzwerkknoten. Somit komme ich auch schon zu unserem Ziel. Also Ziel, Michaela, kannst du, ich kann ihn nicht klicken. Okay. Einmal auf die Präsentation. Einmal auf die Präsentation unten links, auf die Anzeige, Präsentationsanzeige von Microsoft. Ja. Das ist das Icon, ja, das war nach rechts unten. Das ist nur das Zoom, das kleine Problem, das jetzt hier. Nein, die ist da. Ja, ist. Ja, genau. Jetzt. Danke. Passt. Okay. Genau, alle sind auf einmal. Also zunächst einmal das gegenseitige Kennenlernen. Habe ich schon gesagt, das ist uns für heute das wichtigste Ziel, dass wir alle an einen Tisch bringen, kennenlernen, einen Erfahrungsaustausch haben, Diskussion, Reflexion auch mit dem Publikum, so auch im Publikum. Vielen Dank fürs Kommen und das Interesse am Thema. Und wir würden gerne wirklich so eine Community of Practice schaffen von Personen in ganz Österreich, die am selben Thema arbeiten. Und was uns für die Zukunft vorschwebt, was unsere Vision ist, ist eine gemeinsame Plattform, wo wir vielleicht auch zusammenarbeiten können, Projekte präsentieren einander, aktuelle Termine posten, auch Projektpartnerinnen suchen. Also wir haben das jetzt schon einmal begonnen, dazu wird Michaela später noch etwas sagen auf Padlet. Aber das wäre natürlich etwas, was von der ganzen Community dann getragen werden muss. Wir könnten auch einen Social Media Auftritt, einen gemeinsamen überlegen und so weiter. Und was wir uns für heute noch ein Ziel für heute ist dieses gemeinsame Video. Also Hermann Morgenbesse, er sitzt hier, Leiter des Future Learning Lab, ist zuständig für Zoom, für Kamera und wird sich dann auch anbieten, also Kurzvideos zu machen in der Pause oder am Ende der Veranstaltung. Das ist gleich im Raum hier nebenan. Also uns würde vorschweben, so ein Kurzfilm, wo sich die Institutionen ganz kurz vorstellen und eben sagen, welchen Beitrag sie leisten zum Thema Mädchen und MINT Österreich. Also ich würde Sie sehr einladen, da eben auch teilzunehmen und da mitzumachen. Ja, nun zum Ablauf. Genau. Also wird so sein, dass die Veranstaltung zunächst einmal offiziell eröffnet wird, dann gibt es noch eine thematische Eröffnung und dann eben haben die Referentinnen hier die Möglichkeit, sich in Impulsreferaten kurz vorzustellen, sich um ihre Arbeit, ihre Projekte. Falls in dieser Zeit Fragen auftauchen im Publikum oder eben von anderen Referentinnen merken oder auf diese Post-its schreiben, wir haben hier Post-its aufgelegt und eben hier eine Flipchart-Wand und auch draußen, wo man diese Fragen dann sammeln kann. Und wir werden das dann in der Pause durchgehen, sichten und dann im zweiten Teil wirklich dann zur Diskussion bringen. Also es ist so geplant, dass nach den Impulsreferaten um 14:30 eine Pause kommt, zum Netzwerken, ja, wo es auch sehr viele Brötchen gibt, die sind schon angekommen, also
Und dann eine Dreiviertelstunde, wir uns wirklich Zeit nehmen zum Diskutieren, zum Reflektieren, zum Thema. Und dann die letzte Viertelstunde wird es von Ihnen noch Ergebnisse und Ausblick fürs nächste Jahr, für die Zukunft geben. Ja, hier eine Liste. Michaela, bist du? Ja, Liste unserer Referentinnen. Und ich werde natürlich dann alle vorstellen. Aber jetzt bleibt mir mal gleich das Wort weiterzugeben an die Vizerektorin der BH Wien, Evelyn Süß. Und sie war vor der BH Wien auch jahrelang schon an der BH Niederösterreich und an der Uni Wien als Hochschullehrperson im Bereich Mathematik tätig. War eben Mädchen und eben Frauen für Technik, für Mathematik, für Naturwissenschaften. Danke. Ja, danke Peter, du hast schon einiges über mich gesagt, also Mathematik und Technik und Informatik etc. schon lange meine Themen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier eingeladen bin und möchte nochmal von meiner Seite her alle recht herzlich begrüßen. Bei der gedanklichen Einstimmung auf diese heutige Diskussionsreihe hat es zwei so Meldungen in den Medien gegeben, die mich begleitet haben. Zum einen hat der Bundespräsident Van der Bellen vor kurzem gesagt, Mädchen können heute alles werden, auch Bundeskanzlerin. Und zum anderen hat der Papst Franziskus vor kurzem eine Frau im Vatikan in eine hohe juristische Funktion berufen und damit für viel Aufsehen gesorgt. Das hat mich beides sehr beschäftigt und ich habe mir dann gedacht, naja, beide Male war es also so, dass Männer für den beruflichen Erfolg und Aufstieg von Frauen verantwortlich waren. Dass das auch anders gehen kann und muss, werden wir heute im Laufe des Nachmittags hoffentlich diskutieren. Und ich bin schon gespannt, wie vom Tagebuch der Informatikerin, von den weiteren anderen Impulsvorträgen sich gemeinsame Schritte ergeben. Weil ich denke, im Themenbereich MINT, Frauen, Technik, haben wir noch genug zu tun und freue mich mal auf die verschiedensten Impulsvorträge. Ja, unsere erste Referentin, Martina Hildorfer, die kommt und forscht an der TU Wien. Sie wird unsere Veranstaltung noch einmal thematisch eröffnen. Sie hat Ende 2019 den Lili-Lam-Preis der Stadt Wien für besondere Leistung im Bereich moderner Informationstechnologie erhalten. Ich habe aber vorher die Strukturierung in meiner Einleitung vorbereitet. Ja, ich freue mich, nächste Woche in Schulen zu gehen und mit Mädchen darüber zu reden, warum sie sich für Informatik interessieren oder auch nicht. Das ist immer die Frage, ich werde in jedem Interview, das ich irgendwo gebe, werde ich gefragt, warum interessieren sich nicht mehr Frauen für Mädchen? Und das ist schwer zu beantworten, weil ich bin ja in dem Bereich. Und ich kann nur sagen, was mich daran interessiert, aber nicht. Also ich hoffe mehr zu erfahren über die Ängste und Sorgen und Vorurteile, was Mädchen haben, was den Beruf oder die Ausbildung als Informatikerin betrifft. Und eine andere Sache, die ich immer gefragt wird, ist, haben wir nicht schon alles erreicht, was wir erreichen können im Bereich von weiblichen Studentinnen? Und das ist ganz interessant, wenn man sich die Geschichte der Informatik ein bisschen anschaut und darüber nachdenkt, dass eigentlich ursprünglich Informatik eher frauendominiert war und viele Pionierinnen der Informatik, und zum Beispiel die Hedy Lamarr und Grace Hopper, die den ersten Compiler gebaut hat, wirklich Pionierinnen waren. Und wie man an dem das Beispiel da ist, Titel aus den 60er Jahren, aus von 1967 in der Frauenzeitschrift Cosmopolitan, wo Werbung gemacht worden ist für den Beruf des Computers, weil damals Computer eine Berufsbezeichnung war für Programmiererinnen im Endeffekt. Und da war ein Zitat von Grace Hopper drinnen, die gemeint hat, eigentlich ist es total natürlich für Frauen zu programmieren, weil es ganz viel Planung und Organisation braucht und die das halt von der Haushaltsführung einfach schon gut können. Und da gibt es dann so nette Statistiken, dass ursprünglich, es waren nicht 50-50, aber eigentlich
der Anzahl von Frauen, also die rote Linie, die Informatik studiert haben, stetig am Steigen war, bis irgendwann in den 80er Jahren, wo das Feld quasi von Männern übernommen worden ist. Und da gibt es Studien dazu, was der Grund dazu war. Und einer ist, dass in den 80er Jahren die Personal Computers aufgekommen sind, die eigentlich als Spielecomputer hauptsächlich an Burschen gemacht vermarktet worden sind und die dann ja quasi der Einstieg für die Burschen war, sich mehr für Informatik zu interessieren und im Zuge auch Informatik zu studieren. Was auch interessant ist, sind Statistiken, ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht, was sie anschaut, der Anteil von Frauen in der Informatik in. Kannst du das HM wegziehen, bitte? Ja. Nein, von. Den eingeblendeten Schirm. Ja. Den schwarzen, das HM. Entschuldigung, das HM. Wenn ja, du das rausgibst, dann soll. Einfach runterziehen. Ich glaube, man kann es dann ganz gut lesen, aber das war eine Studie von 2018, wo sie Forscher angeschaut haben, was ist jetzt der Anteil von Frauen in nicht nur Informatik, sondern Naturwissenschaften in verschiedenen Ländern und vor allem in verschiedenen Ländern, wo Frauen verschieden gleichgestellt sind. Und was rausgekommen ist, ist eigentlich, dass Länder, wo Frauen eher benachteiligt sind, zum Beispiel ganz rechts unten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, überdurchschnittlich viele Frauen doch technische Studien machen. Und der Grund dafür ist, weil die gute Jobchancen und dadurch mehr finanzielle Unabhängigkeit versprechen. Ich glaube, die Michele ist auch gleich. Okay. Und das schließen das schwarze Fleurfenster. Sorry. Geht das? Ja. Okay. So, und das ist jetzt, es sind aber Beispiele, was sind jetzt die Konsequenzen, wenn eigentlich die Informatik von Männern dominiert wird. Und ja. Ein Beispiel, was mir immer einfällt, wenn Männer Produkte designen, denken sie halt nicht drüber nach, was sind jetzt die Bedürfnisse von Frauen. Und es ist traurig eigentlich, dass Apple zum Beispiel jetzt erst mit der neuesten iOS-Version einen Menstruationstracker in der Health-App drinnen gehabt hat. Weil vorher keiner auf die Idee gekommen ist, dass man sowas brauchen kann. Oder dass er Sprachsteuerungen und Gesichtserkennung hauptsächlich von Männern designt und getestet werden und dann mit weiblichen Stimmen oder weiblichen Gesichtern nicht ganz so gut funktionieren. Oder ja, ein Beispiel war Amazon, die, was bei Machine Learning falsch gehen kann, war Amazon, die Machine Learning für die Auswertung von Lebensläufen verwendet hat. Es ist dann draufgekommen, dass die Algorithmen einfach biased sind und Frauen oder Lebensläufe, die eher weibliche Worte drinnen gehabt haben, benachteiligt haben. Oder das letzte Beispiel, die Sprachassistenten, die eigentlich alle weiblich sind, ist wieder, also hat den negativen Beigeschmack, dass man halt der Assistent dann wieder an Frau denkt. So, das war es jetzt mit der Einleitung. Die nächsten paar Folien möchte ich noch ein bisschen drüber reden, wie ich zur Informatik gekommen bin und was mein Werdegang ist. Ich bin seit letztem Jahr Assistenzprofessorin an der TU Wien im Fachbereich Security and Privacy. Wie ich dazu gekommen bin, also es war jetzt, ich habe lange nicht gewusst, was ich machen soll und viel Interessen gehabt. Informatik war eigentlich keiner davon. Und habe ursprünglich die Handelsakademie gemacht, weil meine Eltern gemeint haben, mach doch was der Berufsausbildung heißt. War damals eigentlich fast in einer reinen Mädelsklasse und habe dort dann meinen ersten Computer eigentlich für Textverarbeitung daheim gekriegt und habe mich dann dafür begeistert und im Endeffekt Computer- und Mediensicherheit an der FH Hagenberg studiert. Bin dann immer mehr Richtung Forschung gekommen, habe meinen Master an der TU Wien gemacht, mein PhD in der TU Wien. Wie man an den Statistiken sieht, immer mit sinkenden Frauenanteilen in den Klassen. Also während meinem PhD war ich meiste Zeit die einzige Frau in meinem Fachbereich. Als Postdoc habe ich auch weibliche Kollegen gehabt irgendwann, aber war meistens die einzige Frau im Lab. An der TU Wien kann ich jetzt sagen, dass wir 22%, muss man sagen, einen großen Teil von weiblichen Professorinnen haben, was mich persönlich freut und wo ich Werbung machen kann dafür, dass wir jetzt das hier hoffentlich nur zwei mehr Stellen mit Frauen besetzen, also
Stellen ausgeschrieben haben, identifiziert weibliche Professorinnen zugeteilt werden. So. Ja, mein Werdegang war eigentlich, ja, wie ich gesagt habe, ich habe nie genau gewusst, was ich jetzt machen soll oder für welchen Pfad ich mich entscheiden soll. Und vieles, warum ich jetzt da bin, ist eigentlich meinen Mentoren und Mentorinnen zu verdanken, die mir ermutigt haben und mir einfach mal das Bewusstsein gegeben haben, ja, dass ich alles machen kann, was ich mag und dass ja Informatik, dass Informatik überhaupt eine Option für mich ist. Und ursprünglich war es so, wie ich die Hack gemacht habe, ist mir immer gesagt worden, hey, du wärst die perfekte Sekretärin oder die perfekte Buchhalterin. Das waren so die Hauptberufsbilder, die mir vorgelegt worden sind. Und mein Informatiklehrer hat mir damals sogar eigentlich gesagt, warum ich eigentlich Informatik machen mag, ich wäre doch besser als Opernsängerin geeignet. Total absurd, weil ich singe ja mal Karaoke, weil ich so schlecht singen kann. Wir haben vorher darüber geredet, bei mir ist es so, dass meine Mutter daheim die Hosen anhat und ich von ihr so gelernt habe, wenn mir irgendwer sagt, du kannst das nicht, dann bin ich stur und sage, ja, jetzt mache ich es erst recht. Und genau für die Textverarbeitung und die Buchhaltung habe ich zum ersten Mal einen Computer an der Hand gekriegt, um die Hausübungen zu machen. Und da habe ich das Glück und das Pech gehabt, dass der einen Hardwarefehler gehabt hat und die ganze Zeit mit Bluescreens abgestürzt ist. Und eigentlich das dann zu fixen oder herauszufinden, warum und dass das nicht ein Anwenderfehler ist, hat mich eigentlich dafür begeistert, mehr herauszufinden, wie das ganze Ding Computer eigentlich funktioniert. Und ja, im Endeffekt Informatik zu studieren. Ja. Auf dem Weg Asach, die mir immer wieder dann untergekommen ist, ist das Imposter-Syndrom, über das wir wahrscheinlich hoffentlich nachher reden werden, dass eigentlich jede Frau in Informatik, die ich so kenne, irgendwann mal über den Begriff stolpert, dass man sich immer denkt, was mache ich eigentlich da und ich kann das doch alles nicht und alle anderen sind und so viel besser als ich. Was man dann aber irgendwie nicht bedenkt, dass man kann nicht alles wissen und man selbst im Laufe der Zeit seine eigene Expertise und seinen eigenen Bereich aufbaut, den wiederum andere Leute nicht kennen. Und ja, was ich, ja, das ist jetzt irgendwie, ich heute, was, ich habe natürlich nur immer Imposter-Syndrom und wie man vielleicht merkt, ironischerweise als Professor bin ich nicht ganz so comfortable im Public Speaking, aber es ist mir trotzdem wichtig, dass ich als Role Model Mädchen sagen kann, dass man als Professor oder als Hacker im Bereich Security nicht so ausschauen muss, wie die Stereotypen, die es so gibt. Und ja, zum Abschluss, was mir wichtig ist, dass wir heute nicht nur diskutieren, wie begeistert man Mädchen für die Technik, sondern auch, wie begeistert man Mädchen langfristig in dem Bereich zu bleiben. Weil es, ja, ich weiß von eigener Erfahrung, es ist nicht immer einfach und es gibt viel zu viele Statistiken und Studien, dass Frauen zwar Informatik zu studieren anfangen, aber dann irgendwann im Laufe der Ausbildung oder im Job sagen, es reicht, ich mache lieber was anderes. Und ja, ich hoffe, dass wir darüber diskutieren können, wie man Studium und die Ausbildung besser gestalten können, um langfristig Mädchen dann auch zu unterstützen und die Begeisterung quasi beizutragen. Ja, unsere nächste Referentin ist eben Michaela Rossmann, die mit mir und mit Hermann Morgenbesser gemeinsam die Veranstaltung heute geplant hat. Sie kommt auch von Wien. Was sie immer am Handy macht, also sie twittert nebenbei zur Veranstaltung. Zusätzlich ja, macht sie die Präsentationen auf und jetzt wird sie gleich noch selber sprechen. Also Multitasking auf jeden Fall eines ihrer Talente. Ja, sie ist Projektkoordinatorin des Vienna Center for Logic and Algorithms, VCLA, der TU Wien und auch des TU, wie schon vorher erwähnt, Algorithmen denken anders. Danke, Petra. Ja, hallo, guten Tag. Ich bin froh, dass ich heute hier Gelegenheit habe, etwas über Projekt ADA, über unserem Zentrum und über Projekt ADA und besonders unsere Aktivität Tagebuch der Informatiken sagen kann. So, ja, ich komme aus Vienna Center for Logic and Algorithms, der Technischen Universität Wien.
Ich bin froh, Ihnen heute auch Professor Agata Civattoni und Professor Stefan Seiler vorzustellen. Da sind die beiden dort. Sie können gleich begrüßen. Wir sind die Leiter von dem Zentrum. Und in 2019 haben wir begonnen mit einem Projekt, das von Wirtschaftsagentur Wien und BMFIT gefordert wird. Das Projekt wird für die nächsten 3 Jahre laufen. Hier können Sie sich auch unsere Kooperationspartner, Partnerinnen anschauen, die auch eine der Aktivitäten des Projektes unterstützen. Und das ist Sarah Bühne, Informatikerin. Eigentlich Martina hat schon einige Punkte erwähnt, die auch die man auch in der Literatur oder die auch in dem Research gefunden werden. Hier spreche ich oder meine ich die Hindernisse, die normalerweise Mädchen begegnen, wenn sie sich für das Studium oder Karriereweg in entschieden oder warum sie sich nicht entschieden. Und eigentlich eine von den wichtigsten Quellen, die ich gefunden habe, war UNESCO-Studie, Bericht, den ich 2017 publiziert werde, das heißt Cracking the Code. Und Martina hat auch etwas erwähnt, was man in dieser Studie findet. Das heißt, diese Studie stellt vor die Hindernisse, die auf dem, die Mädchen bei dem Engagement mit dem MINT-PH begegnen. Und auch dieser Bericht bietet so praktische Erfahrungen, Projekten, Initiativen, Informationen, wie man diese Projektinitiativen durchführt, um diese Hindernisse zu bewältigen. Ja? Und Martina hat gezeigt, wie eigentlich technisches Studium oder Informatik nicht in allen Ländern gleichmäßig, sagen wir, unter Geschlecht oder diese große Geschlechtsdifferenzierung steht. Aber bei unserer Aktivität Tagebuch der Informatikerinnen, wir haben uns entschieden, die Aktivität so zu planen, damit wir die österreichische Situation oder die Hindernisse ansprechen. Bei dem haben wir so 4 Faktoren oder die Gruppen gefunden. Und die 4 Gruppen von Hindernissen, die wir sehen, sind Stereotypen, Peer-Klima, was ist Informatik und weibliche Vorbilder. Das heißt, Stereotypen, ja, das war schon erwähnt und wahrscheinlich wird das noch erwähnt. Wie sieht eine typische Informatikerin oder Informatiker aus? Hier sprechen wir manchmal über, ich meine, die Menschen müssen in Star Wars schauen, die müssen hyperintelligent sein, die müssen schlecht ausschauen, die müssen kein Talent für Sport haben und so fort und so weiter. Und dann, ja, ne? Das sind manche von den Stereotypen. Und jetzt, ne? Wichtige. Auch wenn die Mädchen in unserer Umgebung, Mädchen, die glauben oder die wissen, dass die Stereotypen eigentlich halten nicht so richtig, ne? Deren es ist nicht egal, was die Umgebung sagt, was ihre Freunde, Freundinnen sagen, was ihre Eltern, was die Gemeinschaft sagt. Und die Gemeinschaft sind auch die Medien, sind Erziehungsberechtigte, sind Lehrer, Lehrerinnen, die eine wirklich wichtige Rolle in den Entscheidungsprozessen haben. Und ja, die 3. Gruppe von Faktoren waren, was ist Informatik? Unter dieser Grafik können Sie sehen, dass Spieler 2019, das war eine Forschung, die TU Graz gemacht war, und die haben eigentlich herausgefunden, dass viele Mädchen eigentlich haben nicht so eine richtige Idee, was Informatik eigentlich ist. Und warum? Weil manchmal kommt es auch so vor, dass bei diesem Informatikunterricht man bearbeitet Excel-Tabellen oder man programmiert, nur programmiert. Ne? Und das heißt, dass nur Programmierung, nur Excel-Tabellen, die wirklich Informatik sind, geben Mädchen eigentlich nicht so eine echte Ahnung, worüber es geht. Und dann die 3. Sache oder die 3. Gruppe von Faktoren, die normalerweise auch so ein Hindernis vorstellen, sind weibliche
Mangel an weiblichen Vorbildern, und das waren eigentlich die Gründe, warum haben wir dann mit diesen Aktivitäten begonnen. Jetzt Tagebuch der Informatikerin, was machen wir? So, wir bitten Forscherinnen, Praktikerinnen, ich meine Expertinnen in Informatik, und wir bringen die in die Schule. Warum die Schule? Weil Schule ist ich meine, so eine wirklich wichtige sekundare Lernumgebung, in welchem die sekundare Integrationsprozessen stattfinden, die eigentlich es tut mir leid, ich habe jetzt gerade so den Faden verloren, wie man das so richtig auf Deutsch sagt, aber was ich sagen soll, und wahrscheinlich das wird dann auch später besprochen oder angesprochen, dass Schule ist so ein Environment, wo wir eigentlich geprägt sind, ne? Gemoldet, shaped. So, und dieser Workshop, die normalerweise 45 Minuten dauert, bei diesem Workshop sollen nur Mädchen teilnehmen. Warum nur Mädchen? Weil es war auch beobachtet, dass wenn wir eine gemischte Klasse haben, es gibt immer vor, dass Männer oder Jungs, die sind verbal ziemlich stark. Das bedeutet, dass die Mädchen normalerweise dann nicht so wirklich zu dem Wort kommen. Und auch noch, und dann ist war noch ein Grund dafür, warum die Workshops nur mit Mädchen gemacht sind, weil Tagebuch der Informatikerin, wo wir die weiblichen Vorbilder vorstellen wollen, die Workshop kann nur funktionieren, wenn dort in der Workshop so ein Gefühl von Vertrauen entsteht. Und dieses Gefühl von Vertrauen kann nicht entstehen, wenn, ja, wenn sie sich Kinder gemeinsam lustig machen, oder sich über andere oder sie sich nicht verstehen, weil nicht die gleiche Erfahrung haben. Jetzt, diese Workshops finden im Januar und Februar statt. Dieses Jahr ist es so ein Pilotjahr. Wir versuchen, Workshops in verschiedene Schulen zu bringen, die in der Nähe von Universitäten in der Nähe von Universitäten sind. In diesem Jahr, wir sind eigentlich in diesen Orten, wir können unsere Workshops in diesen Orten finden. Und da die Projekte oder die Workshops sollen für nächste drei Jahre, sind für nächste drei Jahre geplant. Wir hoffen, dass jedes Jahr wir werden eine größere Zahl von Schulen erreichen und dass wir werden auch langsam so aus dem begrenzten Stadtgrenzen gehen. Ich habe Ihnen jetzt so kurz vorgestellt, was für eine Aktivität Tagebuch der Informatikerin ist. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte schreiben Sie es unten unter und wir können es dann später besprechen. Und dann, ich glaube, ich bin jetzt fertig mit meiner Präsentation. Danke. Ja, vielen Dank. Unsere nächste Referentin, Viktoria Elke-Rammer. Sie kommt von der Fachhochschule Oberösterreich. Ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch Mitarbeiterin der Mentoring-Programme für HTS. Stimmt ihr allen? Präsent, ja. Genau. Dankeschön. Also, mein Name ist Viktoria Rammer, ich komme von der Fakultät Hagenberg der FH Oberösterreich, habe dort meinen Bachelor und Master in einem sogenannten Soft-Informatikstudium gemacht, wo es auch sehr viel um Kommunikation und Medien geht, aber auch die Informatikkomponente nicht fehlt. Das ist so mein Anfang, eben Frauen für technischere Berufe zu begeistern. Und dahingehend bin ich auch schon 4 Jahre dort in der Forschung. Wir haben jetzt vor gut 1,5 Jahren begonnen, auch Frauen in der Informatik weiter zu erforschen, zu schauen, was müssen wir als Fakultät, als Fachhochschule machen, um den Männerüberschuss ein bisschen auszugleichen und auch mehr Frauen zu unserer Fakultät zu holen. Ich werde jetzt kurz einfach die Studien ein bisschen präsentieren und unsere Ergebnisse zeigen, die Handlungsempfehlungen auch, ein bisschen die Maßnahmen, wo wir jetzt anfangen, etwas zu machen. Vielleicht kurz, es waren in den letzten 1,5 Jahren verschiedene Studien, die wir durchgeführt haben,
Die erste Studie war mit 100 Probandinnen im Zuge einer Studieninformationsmesse. Da haben wir Schülerinnen in der 11. Schulstufe befragt, warum sie studieren, was sie studieren möchten, ob sie Informatik studieren möchten und warum, beziehungsweise warum nicht. Dann die zweite Studie waren mit 200 Teilnehmerinnen am Tag der offenen Tür bei uns am Campus, wo es darum geht, welche Erfolgsfaktoren können wir nutzen, um Frauen an den Campus zu bringen. Und dann im letzten halben Jahr haben wir auch begonnen, die Friday for Future Demonstrationen mit einzubeziehen, um zu schauen, gibt es da Auswirkungen auf die MINT-Fächer, werden Frauen dadurch begeistert, auch was Technisches oder Naturwissenschaftliches zu machen. Sind jetzt alles nur Auszüge aus unseren Studien, also wenn jemand Interesse hat, können wir gerne später noch reden, beziehungsweise gibt es auch einiges online. Was wir jetzt herausgefunden haben, warum Frauen nicht Informatik studieren, und da haben wir jetzt auch bei den beiden Vorträgen vorher schon ein bisschen was gehört. Einerseits haben wir die fehlende Information durch Schule und Eltern, gerade im Bereich der nicht traditionellen Studierenden ist es halt vom Elternhaus erst oft so, dass die Infos fehlen. Die Studienangebote sind mittlerweile so breit und viele haben da einfach auch keinen Überblick mehr, um das entsprechenden Kindern dann weiter zu vermitteln. Dann eben die fehlenden weiblichen Role Models. Das ist was, wo man ganz stark entgegenwirken muss, um zu zeigen, wie Frauen können genauso gut in der Technik erfolgreich sein. Das sind auch erste Initiativen, die wir jetzt dann schon gemacht haben. Das werde ich nachher noch kurz darauf eingehen. Und ganz stark ist auch der Selbstzweifel kommend auch durch das Umfeld, durch Lehrer, durch Eltern, die dann oft sagen, du bist schlecht in Mathe, mach doch lieber was anderes. Oder wenn jetzt ein Mädchen sagt, ich würde gerne was Technisches studieren und Informatik, dann kommt oft so, du bist doch ein Mädchen, magst nicht lieber was Soziales machen, geh doch in den Kommunikationsbereich, wäre doch viel besser. Also es ist immer so das Runterdrücken, du kannst das nicht machen, du schaffst das nicht, mach doch was Einfacheres. Und wir versuchen halt durch verschiedene Mutmacherprogramme das auch ein bisschen aufzulockern. Was wir herausgefunden haben, ist ganz wichtig für Frauen, ist das Wording und auch die Bildsprache. Es ist wichtig, dass Frauen viel mehr auf der Homepage, auf Zeitschriften und auch in technischen Berufen vorkommen. Und da haben wir jetzt auch schon gemerkt, es wird zwar schon besser, aber es funktioniert noch nicht so ganz. Denn jetzt haben wir vor kurzem die Ausbildung zum Techniker gesehen, wo ein Mann mit Schraubschlüssel wirklich arbeitet und die Frau halt im Blaumann daneben steht. Es ist zwar nett, dass man die Frau auch zeigt, aber es wäre doch super, wenn die dann auch wirklich arbeitet. Dann die Image-Korrektur, es ist immer noch das typische Stereotypen, die Nerds, die in dunklen Räumen sitzen und coden. Es ist einfach nicht mehr so, die Informatik ist mittlerweile weit mehr als einfach nur programmieren. Man muss kreativ sein, man muss innovativ sein, um da auch was zu erreichen. Für Frauen ist auch die gesellschaftliche Relevanz sehr wichtig. Also wir wollen wissen und zeigen, dass wir was bewirken mit unserem Tun und mit unserer Arbeit und natürlich, dass das Ganze auch vielseitig ist und viele Facetten hat. Und was wir ganz stark herausgefunden haben, ist, dass Mädchen lieber anwendungs- und praxisnah Sachen einfach ausprobieren und nicht stundenlang analytisch herumdenken, sondern wirklich einfach mal, das probieren wir jetzt, dann schauen wir mal, was rauskommt. So zeigen wir mal, was Informatik ist und dann schauen wir mal, was man draus macht. Ja, in Kombination mit Fridays for Futures, was wir ganz spannend gefunden haben, es sagen sehr viele Leute, oder sehr viele Probanden, Probandinnen, dass man mit einer technischen oder naturwissenschaftlichen Ausbildung zur Lösung der aktuellen Klimakrise beitragen kann. Das Potenzial, die Technik zu erhöhen, ist sehr ausgeglichen. Und was dann ganz spannend war, wo wir gesagt haben, sie sagen, dass das Interesse, also das eigene Interesse an technischen oder naturwissenschaftlichen Fächern zwar erhöht wurde, aber die Berufswahl wurde dadurch nicht beeinflusst. Wir schließen uns in der Forschung jetzt daraus, wir haben einerseits Mädchen dabei gehabt, die erst 13, 14 waren bei der Umfrage, die sind dann einfach noch nicht so weit zu sagen, okay, das möchte ich jetzt beruflich machen oder nicht. Und der andere Großteil, den wir dabei haben, die sind bereits im Beruf oder im Studium, das heißt, die haben die Berufswahl bereits getroffen oder soweit für sich fürs erste Mal abgeschlossen. Da glauben wir, dass deswegen die Berufswahl nicht beeinflusst wird. Aber es ist schon mal positiv zu sehen, dass die Interesse an diesen Fächern gesteigert wird. Ihr Handlungsempfehlungen unsererseits, was wir jetzt aus dem Ganzen abgeleitet haben, sind Schnupperkurse und Schnuppermodule, wo man einfach wirklich mal ausprobieren kann, was ist Technik, was ist Mathematik, was ist Informatik.
die gesellschaftliche Relevanz auch im Curriculum abzubilden. Nochmal zurück auf das Wording. Wir haben jetzt bei der Friday for Futures Umfrage herausgefunden, dass die Mädchen sehr stark auf solche Fächer wie Nachhaltigkeit, Ökologie, Green IT und solche Sachen. Das triggert halt ganz einfach mehr, als wenn dort steht angewandte Mathematik. Also man zeigt halt auch die Relevanz, die halt dazu in der Gesellschaft dahinter steht. Die Orientierungsmodule, eben die stärkere Zusammenarbeit mit den Schulen, damit einfach die Information auch dort weiter gestreut wird. Und Frauen bevorzugen ein schnelleres Leistungsfeedback als Männer, haben wir jetzt auch herausgefunden, eben aufzuzeigen, das Image aufzubrechen, dass Informatik ist kreativ, ist innovativ, ist kommunikativ. Also man braucht viel mehr als reine Programmierkenntnisse. Man braucht auch viele Soft Skills dazu mittlerweile. Frauen müssen viel sichtbarer gemacht werden. Spannend, was wir auch gehabt haben, die Frauen-Only-Führungen und Veranstaltungen am Tag der offenen Tür wurde sehr stark gewünscht, und zwar deswegen, weil sich Mädchen oft einfach keine Fragen stellen trauen, wenn Jungs in den Führungsgruppen dabei sind, einfach dahingegen und sagt, wenn jetzt eine Frage stellen, dann glauben die Erste, ich bin doof und kann das nicht schaffen, sondern und so bietet man ihnen den Platz, untereinander quasi ebenbürtig miteinander zu sprechen. Sie wollen, weil wir dann auch gefragt haben, ob sie reine Frauenstudiengänge wünschen, das möchten sie nicht. Also Studiengänge gemischt, aber Führungen oder Vorbereitungskurse darf schon rein für Mädels sein. Und natürlich dann die niederschwelligen Vernetzungsmöglichkeiten untereinander und die Kombination der Fächer. Was wir bis jetzt machen, ist zum einen die Mutmacherinnen-Broschüre, da habe ich auch mitgemacht, das kann man gerne dann durchblättern. Da zeigen wir einfach verschiedene Biografien auf von Frauen, die nach der Kindergartenschule beispielsweise in die IT gewechselt haben oder von einer abgebrochenen Matura über die Reifeprüfung und querbeet dann doch noch in die Technik gefunden haben. Da wollen wir einfach mal aufzeigen, dass man nicht eine rein technische Ausbildung verfolgen muss, um dann auch in der Technik Fuß fassen zu können, sondern dass man von überall herkommen kann. Natürlich ist dann vielleicht der Aufwand am Anfang ein bisschen größer, aber es ist kein Hindernis. Wir haben jetzt auch zum ersten Mal den Workshop Warum künstliche Intelligenz ohne Vielfalt nicht funktioniert durchgeführt. Das war eine reine Mädchengruppe, das war eigentlich auch ganz lässig, mal aufzuzeigen, was kann KI und warum braucht man dafür auch Frauen und nicht nur Männer. Das ist auch sehr gut angesprochen schon. Den werden wir wahrscheinlich auch weiterführen. Heuer auch zum ersten Mal werden wir die Kinderuni eine reine Frauengruppe machen, um auch das ganze breite Band der IT aufzuzeigen, begonnen vom soften Einstieg mit Prototypen entwickeln, Design bis hin zur End-to-End-Verschlüsselung aufbrechen, schauen, was WhatsApp kann, Medizininformatik, arbeiten an Simulatoren, Roboterentwicklung, natürlich dann mit Wettkämpfen, wenn es soweit ist und so weiter. Was wir FH intern haben, ist das Frauennetzwerk, das finden wir sehr wichtig. Da geht es ja um die Mitarbeiterinnen, die dann quasi unsere Ambassadors sind und nach außen gehen und sagen, ich arbeite an einer technischen Fakultät und das ist cool. Und dann eben die Vernetzungsangebote, wo ihr auch schon drauf gesprochen habt. Das ist jetzt nicht nur rein für Frauen, das ist für alle, die sich am Studium interessieren, die nur Probleme haben, irgendwo Fragen haben, können sich da hinwenden und werden dann mit entsprechenden Personen zusammengeführt und können sich dann einfach mal auf einen Café zusammensitzen, treffen und reden. Also das ist, haben wir gemerkt, das wird sehr stark angenommen, eben auch zur Vorbereitung vom Studium. Wenn man sagt, ich würde das gerne studieren, aber ich habe ein bisschen Angst, was passiert da, was muss ich da jetzt machen, dann wird man dann mit einer anderen Studentinnen und Studenten zusammengebracht und kann da ganz gemütlich einfach mal quatschen und schauen, was wird wirklich verlangt und wie schaut es da aus. Ja, das war es mal kurz von meiner Seite. Bei Fragen können wir später noch gerne mit weiter diskutieren. Vielen Dank. Unsere nächste Referentin, Sabine Zauchner, ist Geschäftsführerin von MOOS, dem Zentrum für Gender und Diversität. Sie ist auch Beiratsmitglied der Women's IT Summer Studies. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe MINT und auch Stellvertreterin Leiterin der Arbeitsgruppe Frauen und IT der OCG. Okay, das war jetzt fair. Ich bin die Mittlerweile ist es MINT. Okay. Herzlich willkommen, vielen Dank an meine Vorrednerinnen. Es ist einfach, ich glaube, das wird jetzt immer mehr so ein Puzzlewerk werden, wo wir vielleicht noch irgendetwas ergänzen können, weil es ist schon wahnsinnig viel gekommen einfach von diesem Thema. Ich habe trotzdem einfach irgendwie zur Einstimmung eine Zahl mitgebracht. Also das sind die letzten Daten von EIGE, vom European Institute for Gender Equality.
6% männliche IT-Expertinnen. Wobei, unter Expert, also IT-Expertinnen, Spezialistinnen, sagen sie eigentlich so zu, wird verstanden, über alle Branchen hinweg, ja, Personen, die in der Lage sind, also Menschen, die in der Lage sind, ein System, ein IT-System aufzubauen, es zu warten und zu bedienen sowieso. Ja. Also muss man sagen, okay, also da kann es aber durchaus noch ein bisschen nach oben gehen. Wir sind noch relativ so auf EU-Ebene, auf Durchschnittsebene. Ja. Es ist jetzt viel besser geworden letztes Jahr, vom letzten Jahr. Letztes Jahr waren es nur 15,4, aber ich glaube, das ist eher so ein Zählungsfehler gewesen. Es ist stabil, eigentlich so unter 20%. Das ist jetzt sehr schade, dass man das nicht ordentlich sieht darauf. Aber das fasst ein bisschen zusammen, was die Kolleginnen vorher alle auch schon gesagt haben. Also, wo sind wir da? Also, was ist dieses Muster an Faktoren, das zusammenkommt, damit schließlich und endlich so mit 14, vielleicht auch später, eine Berufswahl getroffen werden kann in Richtung MINT. Ja? Speziell Mädchen natürlich, also wir reden jetzt über Mädchen und wir reden jetzt hier, also nicht über die Naturwissenschaften, sondern wir reden oder Biologie oder Chemie, sondern wir reden, also ich rede immer von der Informatik und von den Ingenieurswissenschaften, also den Kernberufen, den MINT-Kernberufen. Rundherum sehen Sie, ich hoffe, Sie sehen es, kann man es vielleicht ein bisschen zu verdunkeln auf dieser Seite? Mhm. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Sie sehen es gut, das siehst du immer schlecht. Ja, weil dazu habe ich dann auch eine Geschichte, weil ich halt nicht mehr. Also, Gender-Stereotype sind heute schon sehr, sehr häufig genannt worden. Und zwar ist es tatsächlich einfach sind das diese gesellschaftlichen Erwartungen. Ja? Was ist denn ein richtiger Mann? Was ist eine richtige Frau? Ja? Was ist ein typischer Mann, eine typische Frau? Eine typische Frau ist sozial, die ist so sozial, die ist unglaublich sozial. Jede Frau ist wahnsinnig sozial, jeder Mann ist unglaublich technisch begabt. Ja? Also, dass das natürlich irgendwie anders ist. Ja? Und dass da ganz viel, möge es diese Pole geben, ja? Links, rechts, ist so. Ja? Ist so fein gegeben, aber es gibt auch, das muss einfach erkannt werden sozusagen, da ist ganz viel dazwischen. Ja? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da gibt es ganz viele Handlungsmöglichkeiten dazwischen. Und es ist so, ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren, 40 Jahren, vielleicht ich darf es gar nicht laut sagen mit diesem Thema, und ich darf immer noch in diese Falle hinein, also immer wieder einmal in eine kleine Falle sozusagen, die uns das so vorgibt, nein, das machst du nicht, oder da brauche ich jetzt den Geschirrspüler am Abend öfters aus als mein Mann. Oder also diese Dinge, das beschäftigt dann. Ja, ganz einfach. Und da sind wir natürlich in diesem ernsten Gebiet, ja, also wo es wirklich um Berufe geht, um Zukunft geht, um zukunftsträchtige Berufe geht. Und dann auf der zweiten Ebene gleich haben wir die Eltern. Die sind heute noch nicht gefallen, also schon auch gefallen, aber Eltern sind tatsächlich die zentralsten Gatekeeper von kleinen Kindern, von ihren Kindern im MINT. Ja. Kinder orientieren sich an ihren Eltern, sie nehmen in dem Alter, zumindest später ja eh nicht mehr, so muss es also rebellieren, aber in dem Alter nehmen Sie an, was die Eltern vorleben. Also sowohl in der Beziehung vorleben, als auch inhaltlich vorleben. Ja? Wie viel gespielt wird, also ob Spielen Spaß macht, was man lernen kann beim Spielen. Da geht es oft nur darum, irgendwie einfach die Neugier von den Kindern zu nehmen und zu sagen, oh, jetzt spiel mal, komm, schau, und da kannst du das machen. Und das schaut dann so aus. Ja? Also Eltern, die vergessene Zielgruppe, sage ich jetzt auch einmal, sind ganz, ganz zentral in diesem Bereich. Schule natürlich auch. Alle hier, ausgenommen in jedem Fall. Ja. Also, aber es gibt sicher da auch noch ganz viel Potenzial nach oben. Also wahrscheinlich nicht in den Schulen, wo Sie sind, oder Universitäten, wo Sie sind, aber trotzdem ist da noch einiges zu tun, auch wenn es das Bitte-Sinn gibt, beispielsweise. Ja, das
Und dann die Faktoren sind auch schon genannt worden, alle. Ja? Das Wissen über technische Berufe. Wer weiß schon, wie ein technischer Beruf in 10 Jahren ausschauen wird? Wer weiß, wie er jetzt ausschaut? Ja? Welche große Vielfalt es jetzt schon gibt an unterschiedlichen technischen Berufen? Die Medien, ein ganz zentraler Faktor. Wo kommen weibliche Technikerinnen im Fernsehen vor? Es gibt eine Plattform, eine deutsche Plattform, die heißt aubi.de oder at. Da werden Mitberufe vorgestellt, ja, beschrieben. Und die Bildauswahl, haben Sie auch schon angesprochen, ist wahnsinnig, ist wirklich total männlich kombiniert. Also Mädchen gibt es sich dort nur in Chemie beispielsweise, im Labor. Alles andere ist mit einem männlichen Bild besetzt. Ja. Und das kann man weiterdenken, auch ein großes Potenzial, sozusagen große Wirkmöglichkeiten. Rollenvorbilder, verändert sich ein bisschen, glücklicherweise haben wir tolle junge Frauen, die in die Berufe gehen und Vorbilder sind. Und dann auch das Image von Berufen, der Nerd, längst, der irgendwo in der Ecke sitzt und programmiert, längst schon kein Thema mehr. Ja. Technik hat mit Design zu tun, ganz viel mit Design zu tun. Technik hat mit Menschen zu tun, das muss in die Köpfe der Menschen hinein. Ja, und dann ist es wahrscheinlich nicht, also bis Volksschule ist relativ gleich, sind sie relativ gleich, in Mathematik beispielsweise die Kinder, aber dann geht es los, in der Sekundarstufe 1 geht es los und irgendwann dann mit 14 Jahren, wo es darum geht, so die eigene Geschlechtlichkeit zu entwickeln, das technologische Selbstkonzept zu entwickeln, ist es vorbei. Ja? Also wenn ich mich als Mädchen jetzt entwickle, brauche ich diese männliche Technik nicht, um diesen Prozess durchmachen zu können, dementsprechend eben auch Berufswahl. Also das ist einfach so ein Geflecht an Faktoren, die zusammenwirken, da und dort und hier, und da denke ich so, um Gottes Willen, wie soll man da jemals rauskommen? Und tatsächlich sprechen die Zahlen ja auch so dafür, dass das schwierig ist. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Projekte, die sie machen was an der Universität, sie arbeiten auch in unterschiedlichen Projekten. Und ich habe ein paar von mir mitgebracht, die in diese Richtung gehen und die versuchen, aber diese Handlungsmöglichkeiten aufzunehmen und um einfach ein paar kleine Schritte zu tun. Ja. Und das ist beispielsweise das Projekt Rement, da hat die Frau Vizerektorin damals noch mitgearbeitet. Da ist es darum gegangen, Mädchen, junge Mädchen, zu Mentoren und Mentorinnen für ihre Lehrer und Lehrerinnen zu machen. Das heißt, die Mädchen, 14, 15-Jährige, der Herr Morgenbesser war da auch dabei bei diesem Projekt. Die haben ihren Lehrern und Lehrerinnen IT beigebracht. Ja? Und tatsächlich ist es so gewesen, dass sowohl die Schülerinnen profitiert haben, als auch die Lehrer und Lehrerinnen profitiert haben und auch die Schule an sich profitiert hat, weil das nämlich man sich auf ein Verhältnis einlassen muss, ein anderes Verhältnis einlassen muss als ein hierarchisches, also ein gleicheres Verhältnis. Nur ganz kurz angetippt, ich habe nicht so viel Zeit. Und das ist ein zweites Projekt, ein internationales Projekt, da ist es primär darum gegangen, junge Menschen zum Forschen zu bringen, also sich selber zu erfahren in der digitalen Welt, also mit diesem großen Thema digitale Welt, und da haben wir viel mit Dialogen und mit Explorationsprozessen gearbeitet, und die haben beispielsweise sich halt beschäftigt mit Influencern oder die haben sich beschäftigt mit Fake News oder mit Datensicherheit Zukunftstechnologien, also ganz, ganz viele, 180 Projekte sind im Rahmen dieses Projekts entstanden. Hier Bilder aus dem Technischen Museum in Wien. Da gibt es seit ungefähr einem Jahr einen Makerspace.
wo eben auch daran gearbeitet wird, Mädchen reinzuholen, also an gendersensible Vermittlung gearbeitet wird. Ja? Also einerseits, das ist ein großes Ziel von TechLab und das zweite auch in Verbindung mit der Berufsorientierung zu bringen. Also auch ein ganz spannendes Projekt, wo es bisher gut gelungen ist, auch Mädchen reinzuholen. Ja? Also gar nicht irgendwie so, also das ist nicht so darum gegangen, zu sagen, okay, jetzt nehmen wir nur die Mädchen, sondern da haben wir immer die gesamte Schulgruppe gehabt, ja? Und durch dieses Nicht-Dramatisieren und einfach tun lassen, das ist so ein ganz anderes didaktisches Konzept, das einfach ganz, ganz viel mit wirklicher Selbststeuerung zu tun hat. Und die haben das wunderbar gemacht, genauso gut wie die Puppen. Also es gab keine Unterschiede. Es ist danach nicht mehr wirklich drauf geschaut worden, weil es irgendwie alles so flüssig gewesen ist. Und das Letzte, dann bin ich schon fertig. Das ist ein Projekt, wo wir uns dezidiert jetzt an Eltern wenden, an diese wirklich ganz heterogene Gruppe der Eltern, um die sozusagen zu Rollmodellen auszubilden oder ihnen einfach zur Seite zu stehen, ihre Rolle als Coach, als Vermittlerin, als Lehrer, Lehrerin für die eigenen Kinder wahrnehmen zu können. Und da werden wir auch wieder mit Makerspace arbeiten, aber nicht mit technischen Museen in dem Fall, sondern das ist Othello, die haben ganz viele unterschiedliche Makerspaces in Österreich. Mit denen werden wir zusammenarbeiten und das Ganze eben auch verknüpfen mit einem Infospace, mit einem digitalen Space, wo die Eltern sich dann auf eine spielerische Art und Weise die Informationen bringen können. Und jetzt höre ich wieder auf. Danke. Vielen Dank, das waren sehr, sehr viele Eindrücke. Dankeschön. Unsere nächste Referentin, Andrea Meyer Stahl, war jetzt 2019 Botschafterin der European Coaches und seit 2015 ist sie beschäftigt an der Entwicklung des Projekts Turtlesitch. Genau. Freue mich, meinen Beitrag hier einbringen zu dürfen. Ich komme ein bisschen mehr aus der Praxis. Bin aktuell tätig beim Kinderbüro der Universität Wien, Stichwort Kinderuni, und leite da das Medienbildungsteam. Ich komme da kurz später noch drauf zurück. Den Rest habe ich jetzt eigentlich schon erwähnt. Ich fange mal so an, das ist mein Arbeitsplatz, das ist der A1 IFA Campus in der Engertstraße, den wir gemeinsam mit dem Kinderbüro betreiben. Tagtäglich kommen Schulkinder da, sind am Vormittag, am Nachmittag, das wie ein Hort eigentlich betrieben. 16.000 Kinder waren es tatsächlich, die wir im letzten Jahr begrüßen konnten. Sehr, sehr große Anteil. Was wir dort vermitteln, ist von, also Medienbildung hat breit, das sind Themen wie rein ins Internet, Coding auf der einen Seite, Making dann wiederum auf vielen Workshops, also es ist Medienbildung breit. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein gutes Angebot für die Lehrerinnen und Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer. Am Nachmittag ist es sehr viel offener, da müssen wir also dort ein bisschen Integrationsarbeit auch leisten, sind eigentlich Kinder, muss man sagen, bis zu 100% Integrationshintergrund. Das ist sehr, sehr spannende Arbeit und sehr wertvoll und das freut mich ehrlich gesagt auch, dass sich da die A1 wirklich auch so bemüht und uns damit reinredet in unserer Umsetzung und generell. Ja. Das ist die Europäische Code Week, heuer vom 10. bis 25. Oktober. Bei der Code Week geht es darum, Coding in den Unterricht reinzubringen. Schwerpunktwoche, Sie kennen das wahrscheinlich, ich spreche es eh nur ganz kurz an, ist im Herbst. Es soll hier, also es kann auch sehr niederschwellige Angebote können gesetzt werden und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich mache das ehrenamtlich auch, weil es auch im Zusammenhang mit dem, also mit der politischen Bildung auch ganz gut verschränkt werden kann. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Vermittlungsziel. Insofern finde ich die Initiative der EU sehr wertvoll und wir sind jetzt auch in Österreich ganz gut unterwegs über die Education Österreich. Die haben da sehr stark zu unterstützen begonnen. Und Hermann, du bist ja da auch bei der Europäischen Code Week auf der Lehrerseite involviert. Mein Lieblingsprojekt, Turtlesitch, habe ich vor vielen Jahren initiiert und mit
mit verschiedenen Leuten über die Jahre haben wir eine Plattform hochgezogen. Ich habe da, das ist mein Chaos-Frame, ich nenne das jetzt einfach so, da habe ich gestern das Twitter-Archiv heruntergeladen und relativ frei verschiedene Eindrücke gesammelt, die da sind, glaube ich, alle innerhalb des letzten Jahres. Ganz unten sind internationale Turtle Stitchers bei einer Scratch-Konferenz in den USA und unterschiedlichste Leute. Ich kann natürlich zu viel individuell sagen, ich werde mich zurückhalten. Ich will aber eigentlich ganz was anderes erzählen, weil wir haben ja die Medien in die IT. Natürlich passt Turtle Stitch sehr gut in diesen Kontext rein, aber ich will nicht über Turtle Stitch sprechen. Ich möchte über diese Person sprechen. Und ich habe diese Bilder jetzt nur hier auf meinem Slide drauf, weil ich gehört habe, die Slides werden nicht veröffentlicht. Die junge Dame, die dargestellt ist, das ist meine Tochter. Aber jetzt muss ich aufpassen, es ist nicht emotional, wäre gut. Also meine Tochter Selma, auf der linken Seite 2006 mit circa 6 Monaten, wo sie Modell war für ein Projekt, das ich damals umgesetzt habe. Das war also ein Linux-System für Jugendliche und Kinder aufzubereiten, so ein, also ein ganzes System auf einer CD gesammelt, sehr viel Recherche im Open-Source-Bereich, das ist mein Hintergrund. Ich bin ja in der Kunst ausgebildet. Ich bin keine ich habe kein technisches Studium gemacht und auch kein pädagogisches Studium, habe mir aber in beiden Bereichen dem Gefühl nach verschrieben und bin sehr lange schon tätig. Auf der rechten Seite ist Selma vor 1,5 Jahren, wie sie wieder mir als Modell zur Verfügung gestanden ist. Man muss ja, die eigenen Kinder ist ja ganz gut, man kann es natürlich in Absprache machen, der zweiten hat sie zugestimmt. Sie kann es grundsätzlich auch gut anwenden, Turtle Stitch, aber ich muss sagen, als Mutter habe ich da natürlich auch eine ganz andere Position als ein externes Role Model. Nichtsdestotrotz, es fehlt ihr nicht an Unterstützung. Mein Mann ist ja auch in dem Bereich tätig, der schreibt sehr viel über IT-Themen, über die Digitalität. Wir sprechen regelmäßig darüber. Sie ist auch insofern von uns da sehr gut unterstützt. Jetzt ist im 5. Gymnasium AHS, ist jetzt in die 5. Klasse reingegangen im Herbst mit viel Motivation, hat sich im Sommer einen Laptop angeschafft und hat, sie schreibt das sehr gut, ihr Fingersystem hat sie recht früher mal gehabt und hat er dann mit PowerPoint begonnen, hat sie dann in den Unterricht rein und jetzt Anfang Dezember habe ich mit ihr gesprochen und dann kam es zur Wahl der Wahlpflichtfächer. Und dann hat sie mir in einem Gespräch gesagt, Mama, ich weiß nicht, das mit der Informatik, das ist so schwer, das ist so hart, ich kann das nicht, ich werde das irgendwie nicht machen, also ich kann das nicht. Okay, und ich habe mich dann so zurückgelehnt, weil selbstverständlich wäre es mir natürlich ein großes Anliegen gewesen und an und für sich hatten wir das halt vorab so besprochen. Als Mutter muss ich mich zurücknehmen, weil ich keine Lust habe, sie irgendwo reinzudrängen, wo sie nicht rein will. Ich mich zurückgenommen habe, auch ihr versprochen, also in der Schule nicht an die Schule zu wenden und zum Beispiel zu fragen, was da los ist, was in diesen 3 Monaten von Beginn des Jahres bis Dezember eigentlich passiert ist. Aber was ich jetzt, noch dazu, wie das weitergegangen ist, die Geschichte, dann schließe ich das ab. Dann habe ich das so stehen lassen, habe ein bisschen mehr meinem Mann überlassen und habe irgendwie geschaut, dass sie sich mit ihren Freundinnen ein bisschen bestritt. Habe manchmal versucht, so ein bisschen reinzuhören, mich wieder zurückgenommen. Und letztendlich jetzt, vor 2 Wochen hat sie mir einen Zettel vorgelegt und sie hat es Informatik genommen. Ich habe einmal mit ihr gesprochen und gesagt, was sie, warum ich es gut finde. Und die kann auch sagen, warum ich es gut finde. Ich will nämlich gar nicht, dass sie in ein Informatikstudium zwangsweise rein ist, soll sie machen, wie sie will. Aber ich finde, ein Wahlpflichtfach, zumindest dieses eine Jahr in der AHS, ist grundsätzlich, finde ich, bei weitem zu wenig. Und es ist eine gute Basis für alles Mögliche weitere. Man soll sie sich orientieren und vielleicht bietet ihr das Wahlpflichtfach auch ein bisschen die Möglichkeit, sich ein bisschen freier in ein Thema einzuarbeiten, als in dieser 5. Klasse, wo man da ganz zurückkommen auch so streng ist. Mein Fazit jetzt aus dieser Situation heraus, weiß man natürlich, und jetzt noch einmal, also durchaus jetzt von mir auch emotional, weil die sind die jungen Menschen in diesem Alter in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die sind hormonell total geplagt, das ganze Umfeld, sie haben sehr viel angesprochen. Ich finde es sehr spannend, was sie aus den Umfragen jetzt auch schon herausgehört. Ich
Bildungsprozessen von Mädchen und jungen Frauen und leitet auch die Kompass-Bildungskommission. Ja, vielen Dank sehr, dass ich heute hier sein kann und finde es wahnsinnig spannend. Vielen Dank für die vielen, vielen Inputs, die da jetzt und die da im Vorfeld schon genannt worden sind. Manches wird sie jetzt vielleicht von mir ein bisschen wiederholen und beziehungsweise kann ich an einiges sicher gut anknüpfen. Ich möchte damit beginnen, um ein bisschen zu meine Position zu erklären. Ich bin Mitarbeiterin der Einstieg Kompass GmbH in Salzburg und dort für zwei Projekte verantwortlich. Studiert habe ich Soziologie und im Zuge der Suche nach einem Diplomarbeitsthema bin ich auf das Thema Berufsorientierungsprozesse von Mädchen gestoßen und habe 2004 dazu eben meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann irgendwie von diesem Thema nicht mehr losgekommen und seither in unterschiedlichen Projekten, wo es um eben dieses Thema, wie entscheiden sich junge Menschen, wie entscheiden sich Mädchen für einen Beruf geht und immer häufiger auch, also nicht nur, aber häufig einfach auch mit dem Schwerpunkt Mädchen und Technik. Ich habe das Projekt Mut Mädchen und Technik, das ist ein großes österreichweites Projekt, war bis 2019 geleitet und bin jetzt seit 2015 Leiterin der Kompass Bildungsberatung für Mädchen. Und Kompass ist, wie der Name schon sagt, Beratungsstelle für junge Frauen. Das heißt, einerseits gemeinsam mit sieben Kolleginnen, wir begleiten Mädchen und junge Frauen auf ihrem Weg hin zu einer selbstbestimmten Berufs- und Lebensplanung. Das heißt, sie können zu uns kommen, wenn sie Fragen haben, also klassische Bildungsberatung, und andererseits sind wir im ganzen Bundesland Salzburg unterwegs mit Workshops rund um dieses Thema Berufe. Das heißt, wir versuchen in den Workshops einfach Räume für die Mädchen auch zu schaffen, wo sie Neues ausprobieren können, wo sie mehr über Berufe erfahren und einfach wichtige Informationen für ihre Entscheidung sammeln zu können, vielleicht einfach drauf kommen, neue Stärken oder neue Ressourcen einfach entdecken. Wir machen das nicht nur in dieser Phase, wo Berufsorientierung auch am Lehrplan steht, sondern wir sind in Volksschulen, also von Volksschule bis zur Sekundarstufe 2 unterwegs. Wir haben auch gerade auch ein Projekt in Kindergärten in Salzburg, wo wir mit Mädchen und Buben arbeiten, wo es um dieses Thema geht, auch so ein sehr spielerischer Einstieg ins Programmieren mit diesem Cubetto-Holzroboter, den vielleicht manche von Ihnen kennen, der einfach wirklich so für die Altersgruppe der Schulanfängerinnen und Anfänger sich sehr gut eignet, um, wie gesagt, sich einfach also im Kindergarten gemeinsam mit den Eltern sie einfach spielerisch an dieses Thema mit diesem Thema in Kontakt zu kommen und gar nicht erst auf die Idee zu kommen, dass das vielleicht nichts für Mädchen sein könnte. Das heißt, wenn wir an Schulen fahren, dann sind wir immer mit einem, also wie gesagt, im ganzen Bundesland Salzburg unterwegs, mit einem Auto voller Materialien. Also wir kommen eben an die Schule, sind dort den ganzen Vormittag, bauen verschiedenste Werkstationen auf. Das heißt, da geht es nicht nur um IT, wir haben ganz viel aus der Kulturwissenschaft, Technik, Handwerk, damit die Mädchen selbst das ausprobieren können. Wir arbeiten da auch wirklich nur mit Mädchen, mit reinen Mädchengruppen und mit weiblichen Trainerinnen. Und weil wir eben auch wissen, wie es also jetzt heute schon mehrfach genannt wird, wie wichtig das einfach ist, auch weibliche Role Models in entsprechenden Berufen kennenzulernen und da auch Role Models bzw. Junge Frauen, die nicht vom Alter her nicht so weit weg sind wie wir Trainerinnen, sondern eher also fast gleich alt. Also wir werden bei unseren Workshops auch von jungen Frauen begleitet, die gerade technische Ausbildung machen. Das sind in unserem Fall jetzt meistens
akademischen Beruf, die halt zwischen 17 und 20 sind und einfach und aus ihrem Alltag erzählen, wie dieser Berufsorientierungsprozess oder der Berufswahlprozess bei ihnen gelaufen ist. Und wir merken halt einfach, dass die ein bisschen in den Schulen dann ganz andere Fragen stellen, als sie jetzt uns stellen würden. Das ist sozusagen mein einer Hut, wo ich also mit einfach auch als Mädchenarbeiterin verstehe und in der Praxis an den Schulen tätig bin. Und seit 2017 leite ich eben auch die MINT-Koordinationsstelle, also darf ich gemeinsam mit einer Kollegin die MINT-Koordinationsstelle des Landes Salzburg betreuen. Das ist von der Aufgabenstellung her ein bisschen was anderes. MINT ist eine Initiative, die vom Land Salzburg initiiert wurde, und es ist eigentlich ein Netzwerk von Partnerorganisationen aus Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft, Interessen, Vertretungen, aber auch Anbieter von MINT-Aktivitäten in Salzburg. Und als Koordinationsstelle ist unsere Aufgabe da, also wir betreuen die Plattform, die hier genannt ist, also diese Internetseite, und zum Verständnis, als Kompass sind wir sozusagen Teil von dem MINT-Netzwerk gemeinsam mit allen diesen anderen Institutionen. Also das ist jetzt nur jetzt wieder vor allem genau. Eigentlich, Sie sehen, es ist ein sehr, sehr buntes, vielfältiges Bild, wo die Universität und die Fachhochschule genauso drinnen ist, wie zum Beispiel der Bibliothekarsverband Salzburg, der zum Beispiel in Salzburg gerade ein ganz großes Projekt zum Thema MINT für Kinder im Kindergarten umsetzt, das auch gerade in andere Bundesländer jetzt auch übernommen wird. Das Ziel von MINT Salzburg und unsere Aufgabe als Koordinationsstelle ist, eben diese vielfältigen Angebote, die es gibt, und das sind eben allein in Salzburg schon sehr viele, und wenn man das ganz in Österreich weit anschauen würde, noch viel, viel mehr ist. Also wir versuchen das einfach zu bündeln und zu vernetzen. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile auf unserer Homepage einen Veranstaltungskalender, wo man eben, wenn man auf unsere Kalender schaut, sieht, was tut sich denn in diesem Bereich in den nächsten Wochen in Salzburg. Vor diesem Hintergrund Jugendlichen, aber vor allem auch ihren Eltern einfach zu erleichtern, dass sie ja nicht auf 36 verschiedenen Websites schauen müssen, vor allem auch den Lehrerinnen und Lehrern da ein bisschen Unterstützung zu geben, weil es gibt halt einfach wahnsinnig viel. Und es ist sehr schwer, wenn man das jetzt nicht hauptberuflich macht, da wirklich dran zu bleiben, wer macht denn jetzt eigentlich was? Weil vieles ist sehr ähnlich, und es hat, muss man auch dazu sagen, bevor es dieses Netzwerk gegeben hat, natürlich auch Kooperationen gegeben, aber nicht in dieser Größenordnung. Also als MINT-Netzwerk treffen wir uns wirklich viermal im Jahr und stimmen uns einfach auch, was neue Projekte betrifft. Und das, um einfach da auch Kräfte zu bündeln und nicht Dinge parallel zu lassen. Und was wir noch machen, wir haben natürlich als MINT-Netzwerk jetzt auch die Funktion dieses, also Sie haben es vorhin gesehen, wir verstehen uns als Initiative, die junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistert. Das heißt, wir haben auch versuchen auch, indem wir nach außen auftreten, ganz viele von den Dingen, die heute genannt worden sind und mit denen wir uns auch schon seit vielen Jahren auseinandersetzen, so dieses Bild von IT, von Technik, das auch in der Art und Weise, wie wir nach außen kommunizieren, umzusetzen. Das heißt, wir stellen junge Menschen vor aus Salzburg, die eben schon ganz konkret in dem Bereich tätig sind, und stellen die mit ihren Projekten vor. Das heißt, ganz links im Bild, das ist ein bisschen klein, sind zum Beispiel eine HTL-Schülerin und ein HTL-Schüler, die als Abschlussprojekt eine Drohne entwickelt haben, mit der man Verschüttete aus der Luft orten kann, damit Lawinen und
ein ganz anderer Ansatz und das ist, also wie gesagt, ich bin jetzt auch seit 15 Jahren in diesem Bereich tätig und ich merke, dass es, wenn wir sind viel auf so Berufsinfomessen unterwegs, wenn wir mit diesen Geschichten und diesen Bildern nach außen gehen, ist das Interesse von Seiten der Jugendlichen ganz anders, als wenn mit einem stehen würde, Mechatronik ist super spannend. Da kommen einfach Eltern, Mädchen und Burschen einfach auf uns zu, bleiben stehen, sagen, ah, das ist interessant, was ist das, wie kann ich das machen? Es wirkt so banal eigentlich und man fragt sich dann, warum haben wir das eigentlich, machen wir das nicht schon die ganze Zeit so, aber tatsächlich, manchmal dauert es halt, sind die Dinge dann irgendwie umsetzt. Aber uns ist da halt einfach wichtig, dass wir mit, also die Geschichten machen wir auch alle selbst, dass das jetzt keine gecasteten Jugendlichen sind, sondern dass das wirklich junge Menschen, die Jugendlichen dann auch bei anderen Veranstaltungen wieder treffen können oder die mitkommen zu Projekten. Das sind jetzt nur vier, die wir da herausgegriffen haben. Auf unserer Homepage gibt es nur viel mehr. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich habe in der Vorbereitung eben drüber nachgedacht. Ich wollte jetzt nicht im Detail erzählen, was wir alles machen, sondern so ein bisschen über diese Frage, wie kann man Mädchen für Informatik und Technik begeistern. Und ein Punkt oder ein wesentlicher dabei ist eben so wirklich diese, wie es halt eh schon Alltags- und Anwendungsbezüge einfach herzustellen. Sprich, einfach zu zeigen, was kann ich mit diesen Fächern, was kann ich mit der Informatik, was kann ich denn wirklich machen, wofür ist das gut. Wir haben als Claim auch, macht die Welt besser mit MINT, wirkt wahrscheinlich also ein bisschen hochgestochen. Im Endeffekt geht es darum zu verdeutlichen, und das ist das, was vielleicht in der vorhin angesprochenen Fridays for Future Studie ja auch schon gekommen ist, einfach zu zeigen, mit MINT-Kompetenzen kann man die Welt mitgestalten. Und darum geht es letztlich, was wichtig in diesem ganzen Prozess aber auch noch ist dann, aber gerade, und das machen wir in den Kompass-Workshops auch natürlich immer einen Bezug trotzdem zu konkreten Berufen und Berufsbildern herzustellen. Weil wenn man es jetzt nur so stehen lässt und nur bei den Workshops, also Mädchen für das Thema zu begeistern und sie in den Workshops mit, also die sind immer mit Begeisterung dabei und das macht ihnen Spaß und wir vermitteln, es ist uns wichtig, da einfach auch Erfolgserlebnisse zu vermitteln, sie gehen mit Werkstücken nach Hause, aber wenn das dann isoliert stehen bleibt, hat das natürlich dann keinen Einfluss auf die Berufswahl. Das ist jetzt wichtig, einfach auch aufzuzeigen, wie das ist, dass es da dann eben einen Weg weiter gibt, wenn einem das interessiert. Ich habe vorhin schon gesagt, ich verstehe mich auch als Mädchenarbeiterin und in der Mädchenarbeit stellt man die Mädchen in den Fokus. Und wenn man sich diesen ganzen Berufswahlprozess jetzt eben, das ist auch schon mehrfach genannt worden, aus der Sicht der Mädchen anschaut, dann sind da sehr viele verschiedene Botschaften aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, die auf die Mädchen da einbasteln. Und das sind jetzt sozusagen nur die Täterinnen, die ich da herausgegriffen habe. Und letztlich glaube ich, dass die Grundfrage, wie es heute eben auch schon mehrfach angesprochen worden ist, eben weniger die ist, wie wir die Mädchen dafür begeistern können, sondern dass man da hinschauen muss, wo wird es, so wie Sie das jetzt angesprochen haben, wo wird es ihnen eigentlich verleidet, dass sie diesen Weg dann weitergehen und dass sie die Begeisterung, die da ist, dann in eine Karriere, wie auch immer man eine Karriere definiert, mündet. Und das heißt, an all diesen Punkten auch anzusetzen und da hinzuschauen und die Perspektive eben auch umzudrehen und nicht nur die Mädchen alleine dafür verantwortlich zu machen. Weil ich glaube, man hört dann immer wieder, na, es wird sich eh irgendwie mit, das ist so eine Frage der Zeit und irgendwann, das ist eh alles in Bewegung und irgendwann löst sich das sozusagen von selbst. Aber
meine Beobachtung in den letzten Jahren ist eher die, dass es an bestimmten Punkten, gerade was jetzt so Rollenbilder betrifft, wieder einen ziemlichen Backlash gibt und dass es nach wie vor, und das wissen wir einfach auch aus der Beratung, halt auch in Firmen oder da gibt es Studien dazu, dass halt Mädchen, wenn sie sich dann für diese Fächer entscheiden, immer nur dann von, also dort einfach ganz massiv ständig mit dem konfrontiert sind, dass sie argumentieren müssen, was sie da eigentlich, also ob sie da eh richtig sind. Ja. Und eben ist da, also das ist, war 2018, das ist jetzt schon eine Zeit her, aber auch wieder nicht so lange, da haben wir eben wieder haben wir Kontakte mit Firmen aufgenommen auf der Suche nach Rollenmodus für unsere Werkstatt und eben durchtelefoniert, nachgefragt, ob es weibliche Lehrlinge gibt und haben von einer Firma die Antwort bekommen, dass die haben im Bereich Elektrotechnik ausgebildet, sie haben keine Mädchen, weil sie haben einmal eine gehabt und das hat nicht funktioniert. Und solange dieses Bild, ja, und das, es gibt ganz, ganz viele Menschen, Gott sei Dank, die das nicht so sehen, aber es gibt halt in den technischen Fachrichtungen auch immer noch Menschen, die diese Rollen wieder sehr stark verinnerlicht haben. Und auch da muss man ansetzen in diesen Strukturen. Das ist das, was ich so mit so ein bisschen so einem 360-Grad-Blickwinkel, also den Blick auch weg von den Mädchen, weil Berufsorientierung eben nicht im luftleeren Raum passiert. Und gleichzeitig, und darum diese 360 Grad, finde ich, und das gefällt mir eben, Sie haben das am Anfang so gesagt, dass Sie jetzt in die Schulen gehen und mit den Mädchen sprechen und schon gespannt drauf sind, was die Mädchen sagen werden, weil ich das ganz wichtig finde, dass man jetzt eben Projekte nicht nur für die Mädchen irgendwie am Reißbrett konzipiert, sondern dass man sie halt einfach einmal fragt, was sie eigentlich wollen. Und zwar einerseits die sich nicht dafür für diesen Bereich entscheiden und andererseits aber natürlich vor allem auch die diesen Weg schon gegangen sind, was sie sich wünschen würden auch oder gewünscht hätten in dieser Phase. Und mein letzter Punkt, ich habe drei Punkte herausgegriffen, ist, was ich jetzt in Bezug auf diese Veranstaltung und auf alle weiteren Projekte so wichtig finde, ist, was bin sehr neugierig auf diese Idee der Plattform zum Austausch, weil ich halt einfach immer wieder merke, es gibt so viele tolle Einzelinitiativen, die dann oft wo engagierte Leute dann einfach wieder von vorne beginnen, wieder Netzwerke aufbauen. Es wäre so viel gescheiter, wenn man da ein bisschen größer denken würde und sich schon in den Konzeptionsphasen zusammentun würde und größer und langfristiger denken könnte. Also ich meine, wahrscheinlich läuft wieder eher offene Türen ein, das muss man natürlich auf andere Ebenen richten, aber es ist halt einfach gerade bei so einem Thema, wo es wirklich um gesellschaftliche, also wo es um Bewusstseinsbildung und gesellschaftliche Veränderungen auch geht, kommt man halt mit einem Projekt, das 2 Jahre dauert, ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Genau, also das war das, was mir wichtig war zu sagen, neben dem, dass es eben in Salzburg auch ganz viele einzelne Projekte gibt, die ganz spannend wären, da auch genauer hinzuschauen, aber mir war jetzt für diesen Rahmen einfach wichtig, einen Blick auf das große Ganze auch dafür zu plädieren, weil ich das einfach diesen Austausch so wertvoll und wichtig finde und ich glaube, dass man da auch nicht, und vor allem die Mädchen dann davon profitieren könnten. Vielen Dank auch für die positive Rückmeldung zur Veranstaltung. Unsere nächste Referentin ist Gerda Habersatter. Sie ist Projektkoordinatorin der Initiative Girls Tech Up, des österreichischen Verbandes für Elektrotechnik, der OVE, wo eben Mädchen interessante Berufsfelder kennenlernen können und eben auch die Frauen treffen, die schon von der Initiative gemacht haben.
her. Ich glaube, ich muss mir jetzt ein bisschen. Ich bin ein bisschen auf die Zeit schauen, damit dann alle auch die wohlverdienten Brötchen essen können, aber trotzdem natürlich auch sie haben. Also auch Hallo von mir in die Runde. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich bin in Vertretung von der Frau Dr. Michaela Leonhardt da. Frau Dr. Michaela Leonhardt ist die Vorsitzende unserer Frauenplattform OVE5 und auch Initiatorin des Projektes Girls Stack Up, das ich dann in weiterer Folge vorstellen werde. Kurz einmal, wer bin ich, wo komme ich her? Ich bin jetzt für den österreichischen Verband für Elektrotechnik, OVE, den es seit 1883 gibt. Das heißt, ein sehr traditionsreicher Verband, wie man sich vorstellen kann, ein Verband für Elektrotechnik seit 1883, auch ein sehr männerdominierter Verband. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und die Gründungsziele, die seinerzeit formuliert worden sind, sind heute eigentlich noch gültig für uns. Wir arbeiten in den Bereichen, also es ist immer um die elektrotechnische Sicherheit gegangen, das heißt Normung war immer ein großes Thema, Zertifizierung. In diesen Bereichen sind wir nach wie vor tätig, das sind auch die Hauptbereiche des Verbandes, Standardization, Certification, vielen von Ihnen ist vielleicht ALDIS bekannt, das Blitzortungssystem oder ja, das auch in den Nachrichten immer wieder erwähnt wird, in der ZIP. Und wir betreiben auch die sogenannte OVE Academy, das ist, da werden Veranstaltungen, Workshops, Seminare im Bereich der Elektrotechnik organisiert. Eins der Gründungsziele unseres Verbandes war schon, dass wir Unternehmen und Expertinnen und Experten und alle Institutionen, die mit Elektrotechnik und allen verwandten Bereichen zu tun haben, dass die vernetzt werden sollen. Und dass wir eben einfach die positive Entwicklung mitgestalten wollen, der Elektrotechnik und auch der Informationstechnik. Ich selber bin keine Elektrotechnikerin, ich bin Geisteswissenschaftlerin. Das Frauennetzwerk des Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik vernetzt eben Fachexpertinnen und weibliche Führungskräfte in diesen Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft. Dieses Frauennetzwerk hat es schon einmal gegeben, 2009 beginnend. Es ist aber dann wieder ein bisschen im Sand verlaufen und seit wir jetzt eben Frau Dr. Leonhardt als Vorsitzende haben, sind wir seit 2014 sehr aktiv. Ich muss dazu sagen, die Frau Dr. Leonhardt ist tätig bei der AVG, ist Projektverantwortliche im Energiebereich. Und ist eigentlich, sie studierte Mathematikerin und sie ist eigentlich ein perfektes Role Model für diese Plattform auch und für das Projekt Girls Stack Up. Was sind unsere Ziele dieser Frauenplattform? Eben auch wieder, es geht um Vernetzung, Frauen miteinander zu vernetzen, den Erfahrungsaustausch, der steht im Mittelpunkt. Wir wollen schauen, dass wir Berufsmodelle, Karrieremodelle mit Familie irgendwie fördern und ganz, ganz wichtig und auch irgendwie die zündende Idee dann für die Veranstaltung Girls Stack Up ist, dass wir vor allem bei Schülerinnen und Studentinnen das Interesse für Technik wecken wollen und für technische Berufe ihnen die Möglichkeiten und Chancen aufzeigen wollen, die es in der Technik eben gibt. Girls Stack Up ist ein Erlebnistag für Mädchen. Das erste Mal stattgefunden hat dieser Tag im Oktober 2016. Wir haben das Konzept dann seither kontinuierlich weiterentwickelt. 2016 war es so, dass wir einfach Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren eingeladen haben und es sind gleich bei der ersten Veranstaltung um die 400 Mädchen gekommen und es war damals alles noch etwas chaotisch. Wir haben das so weiterentwickelt, dass wir jetzt wirklich Zeitslots haben, wo sich verschiedene Gruppen anmelden können, sodass wir eben wirklich speziell auf die Mädels dann eingehen können. Wir arbeiten in enger Kooperation mit HTLs und mit Unternehmen und natürlich Fachexpertinnen aus der Branche. Also es sind mit an Bord die HTL Mödling, das TGM und die HTL Hollabrunn.
Bei uns ist es möglich, sich als Privatperson anzumelden, mit einem Elternteil, oder Schülerinnen können auch alleine kommen, oder dass Lehrer gleich für ihre gesamte Schulklasse eine Anmeldung durchführen und das quasi als Lehrausgang oder Schulausgang unsere Veranstaltung besuchen. Was gibt es bei uns, was bieten wir? Die Mädchen können eben die technische Arbeitswelt kennenlernen. Sie bekommen bei uns Informationen zu Schnuppertagen oder zu Praktika oder berufspraktische Tage. Und sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Technikerinnen direkt vor Ort auszutauschen und eben Role Models eben live zu sehen sozusagen. Girls Tech Up ist so aufgebaut, dass wir einen Stationenbetrieb haben. Unsere Partnerfirmen haben, das ist wie bei einer Messe, die haben quasi ihre Firmenstände und die Mädchen zwischen 12 und 16 können sich frei bewegen. Wir schaffen zusätzliche Motivation durch ein Gewinnspiel, wo es zu jedem Unternehmensstand, die Verantwortlichen dieser Unternehmensstände schicken uns im Vorfeld Fragen. Und so motivieren wir die Mädchen eigentlich, dass sie wirklich zu jedem Firmenstand hingehen, um quasi diese Quizfragen beantworten zu können, müssen sie mit den dort stehenden TechnikerInnen ins Gespräch kommen. Angelockt werden sie dadurch, dass es immer einen Hauptgewinn gibt, wo wir einen netten Sponsor haben. Hauptgewinn ist bisher immer ein Handy gewesen. Ja, und sie haben auch die Möglichkeit einer Face-to-Face-Beratung durch direkt bei den Firmenständen, und wir haben auch einen Coaching-Corner. Bei diesem Coaching-Corner war das letzte Mal eine Job- und Karrieretrainerin vor Ort, und wir arbeiten auch eng zusammen mit dem Verein Grundfett, der vielleicht einigen bekannt ist. Das hat mich, Kompass hat mich jetzt erinnert, also vom wie das aufgebaut ist und die Handlungen und Aktivitäten, also eigentlich ein Sprungbrett im Bild. Ja, wir können den Erfolg auch ein bisschen zumindest schon messen. Seit 2016 eben ist die Teilnehmerinnenzahl kontinuierlich gestiegen. Weil man dazu sagen muss, wir haben auch immer wieder Anfragen gehabt, wenn ganze Schulklassen gekommen sind, ob Burschen mitkommen dürfen. Haben aber auch eben, weiß nicht, wer das schon gesagt hat, sie glaube ich, mit, dass Mädchen sich anders irgendwie fühlen, wenn Buben dabei sind, dass das teilweise, wir haben es einmal gehabt bei einem Workshop, dass die Reaktionen der Mädchen wirklich ganz anders waren, dass sie teilweise gehemmt waren, Fragen zu stellen, und da waren aber wirklich nur zwei Burschen im Raum. Aber offensichtlich reicht das dann teilweise, wenn das so eine eingeschworene Gruppe ist. Also wir haben 2016, wie gesagt, mit 400 Schülerinnen gestartet, haben jetzt im vergangenen Oktober 750 Schülerinnen gehabt, und dadurch, dass wir auch sehr eng mit HTLs zusammenarbeiten, haben wir die Rückmeldung, dass zumindest ein paar Anmeldungen, Neuanmeldungen von Mädchen an HTLs nachweislich auf Girls Tech Up zurückzuführen sind. Also die wirklich bei der Anmeldung gesagt haben, ja, wir waren bei Girls Tech Up und wir waren da so begeistert, und ja. Wie geht es weiter? Also es ist jetzt mittlerweile in Wien eine fix etablierte Veranstaltung, Girls Tech Up. Die nächste wird am 16. Oktober stattfinden, wieder im Haus der Ingenieure in der Eschenbachgasse, das ist der Hauptsitz unseres Verbandes. Ich habe da auch so Safety-Date-Karten mit, die ich dann noch verteilen kann. Und nachdem das in Wien eigentlich sehr gut läuft, also wie gesagt, Wien ist fix, auch für 2021 schon in Planung, aber wir planen auch zusätzlich in die Bundesländer zu gehen und wollen auf jeden Fall mit Graz anfangen. Und da ist für 2021 eine Veranstaltung geplant. Dann habe ich da nur zum Abschluss noch ein paar Impressionen. Ganz links sieht man, wie es im Festsaal in unserem Haus wurdelt, wenn die ganzen Mails ausschwirren und ihre Fragen versuchen zu beantworten von den Quizkarten.
Wir haben sehr viele Hands-on-Stationen bei den Firmenständen, wo die Mädels wirklich experimentieren können, was ihnen auch wirklich taugt. Die Firmen haben natürlich auch zahlreiche Giveaways immer mit, kommt auch immer sehr gut an. Und am letzten Bild sieht man eben unseren Coaching-Corner mit der Jobtrainerin Friede Gerdenitz in dem Fall. Ich habe ursprünglich vorgehabt, auch ein Video einzubauen, weil es wird bei unserer Girls Tech Up-Veranstaltung auch immer gefilmt von unserer auch vom UVE betriebenen Videoplattform ScienceClip.at. Aber ich habe gedacht, das sprengt dann den Rahmen, das kann vielleicht wirklich jeder selber nachschauen, entweder direkt auf unserer Seite www.girlstackup.at oder eben bei ScienceClip.at. Das kommt dann auf die Plattform. Ja. Gut, das war's dann schon. Dankeschön. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Ja. Toll, dass man da schon Erfolge sehen kann. Ja. Und ja, last but not least, Elisabeth Steig-Berger von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, FFG, die, glaube ich, sehr viel Erfahrung hat mit Beratungen und vor allem auch zum Thema Talentförderprogramme. Ja, genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und über das Förderangebot zu berichten, was es von der FFG gibt, was eventuell einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich Mädchen für naturwissenschaftliche, technische Themen interessieren. Und zwar möchte ich darauf auf Folgendes eingehen. Bei der FFG gibt es das Programm Talente. Das lässt sich in drei Kategorien unterteilen. Und zwar in Talente entdecken, da geht es um den Nachwuchs. Auf das werde ich dann vertiefend eingehen. Dann Talente nützen, da geht es um die Chancengleichheit. Talente finden, Forscherinnen und Forscher unbürokratisch bei ihrer Karriereplanung zu unterstützen. Aber für den Bereich, für das Thema heute, wird Talente entdecken, Nachwuchs interessant. Genau, also zum Förderangebot Praktika für Schülerinnen und Schüler. Gestartet hat das Programm 2008. Seitdem konnten mehr als 14.000 Schülerinnen Anspruch nehmen, also ein Praktikum, ein gefördertes Praktikum in ganz Österreich zu machen. 2019 bei der letzten Ausschreibung konnten wir 1270 Praktika fördern. Und davon waren 49,2% Mädchen, was uns natürlich erfreut. Genau. Genau, um was geht es da? Es geht um Ferialpraktika für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren im Bereich Naturwissenschaft und Technik. Die Praktika dauern mindestens 26 Kalendertage und finden im Sommer statt. Genau. Das sind Praktika in ganz Österreich, also wir haben eine Praktika-Börse online auf der FFG-Homepage. Links habe ich auf der letzten Seite hinzugefügt. Bei der Praktika-Börse können Unternehmen, Vereine, die einen wissenschaftlichen Bezug haben, die in Forschung und Entwicklung tätig sind, ihre Praktikumsplätze online stellen und die Praktikantinnen, die zukünftigen, die Schülerinnen und Schüler, können sich dann online bewerben. Genau. Genau, es sind eben viele Unis immer dabei, Fachhochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Oder wenn sich eine Schülerin für ein gewisses Unternehmen schon interessiert oder Kontakte hat, kann sich die Schülerin auch direkt beim Unternehmen bewerben und der Praktikumsanbieter kann dann über uns das Fördergeld beziehen. Welche Kriterien sind zu beachten inhaltlich? Es muss eine bestehende Forschung und Entwicklungsaktivität bestehen. Eine direkte Mitarbeit der Praktikantinnen in diesen Aktivitäten und Schwerpunkt eben Naturwissenschaft oder Technik sein. Zusätzlich muss das Unternehmen eine hochwertige Betreuung für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen, dass sie eben nicht alleine dastehen und nicht wissen, was zu tun ist. Und es geht auch nicht darum, dass die Schülerinnen Kaffee kochen und drucken und kopieren, sondern wirklich eingebunden sind in der Forschung, im Labor, Tests entnehmen, die Daten auswerten oder Roboter zusammenbauen, Apps programmieren. Also es gibt da wirklich sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Welche Kriterien sind weiters zu beachten? Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens 15 Jahre alt sein und eine österreichische Schule besuchen. Weiters gibt es seit 3 oder 4 Jahren wurde die Quotenregelung eingeführt, damit wir eben mehr Mädchen ins Boot holen.
Das schaut so aus, dass der Praktikumsanbieter, zum Beispiel es werden 4 Praktika eingereicht vom Praktikumsanbieter, davon müssen mindestens zwei Schülerinnen und Schüler von nicht-technischen Schulen kommen, also von AHS oder BHS. Und somit konnten wir bewerkstelligen, dass sich der Mädchenanteil wirklich signifikant erhöht hat. Und eben bei der letzten Ausschreibung waren es 49,2% Mädchen. Die Schülerinnen und Schüler sind dem Förderangebot direkt bei der einreichenden Organisation angestellt und können 28,5 Wochenstunden mitarbeiten und werden eben auch, das ist ganz toll bei diesem Förderangebot, bezahlt. Es ist kein unbezahltes Praktikum, die Schülerinnen und Schüler werden dafür bezahlt, mindestens 750 Euro. Und das eben schaut so aus, die Organisation bekommt von der FFG 1200 Euro und davon müssen sie die Schüler und Schülerinnen eben entlohnen. Dann am Ende des Praktikums haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einen Bericht an die FFG zu übermitteln an uns, um uns zu berichten, wie war mein Praktikum, was habe ich erlebt. Und die 20 besten Berichte werden prämiert. Die nächste Prämierungsfeier findet jetzt Ende Februar statt, wo die Schülerinnen und Schüler eine Urkunde bekommen und einen tollen Preis gewinnen. Dieses Jahr gibt es auch ein Handy zu gewinnen. Sie können auch gerne an der Prämierungsfeier teilnehmen. Sie können sich unter der praktika@ffg.at anmelden. Wir freuen uns, wenn auch Leute außer Betreuerinnen oder Familienmitglieder daran teilnehmen. Genau. Weiters haben wir die Förderlinie Talente Regional. Hier geht es um schon Kinder im Kindergartenalter abzuholen oder im Volksschulalter. Es geht darum, dass mindestens ein wissenschaftlicher Partner mit mindestens zwei Unternehmenspartnern ein Konsortium bildet und diese ein Projekt, eine Idee mit 5 Bildungseinrichtungen umsetzt. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche eine Möglichkeit haben, eben in Forschung, Technologie und Innovation zu forschen, zu experimentieren und Tätigkeiten und Berufsbilder kennenzulernen. Also es nehmen auch Role Models daran teil. Das ist Voraussetzung für die Einreichung von dem Konsortium, dass sie eben auch gewisse Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Role Models, unter anderem eben auch weibliche inkludieren und die sich in den Schulen und Kindergärten vorstellen. Genau. Ich habe es jetzt recht kurz gehalten, dass wir die Zeit einhalten, aber ich stehe gerne für Fragen später zur Verfügung. Genau, und hier alle Links. Es ist immer, also ab und zu tut man sich schwer, bei den Websites dann das Richtige zu finden. Hier die Links, damit Sie direkt dorthin kommen, wo Sie hinwollen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank für die interessanten Möglichkeiten der Förderung. Ja, jetzt ist die Pause. Ich darf Sie alle einladen, gleich hinüber. Da gibt es gute Brötchen und Getränke. Möchte Sie auch einladen, ein bisschen nachzudenken, eventuell die eine oder andere Frage zu formulieren und sich entweder zu merken für die Diskussion nachher oder auf die Post-its zu schreiben und anzupinnen. Ein paar Fragen sind schon dort. Denn nachher wird es dann noch eine interessante Diskussion geben. Pause bis 2:55. Ja, bis 2:55. Darf ich mich kurz einmischen? Vielen herzlichen Dank an das Projekt ADA, an die Vienna Center for Logical Algorithms, die das Buffet gesponsert haben.